Einen wunderschönen guten Morgen nach einer kurzen Pause. Ich hatte letzte Woche musste mich kurz verabschieden im Homeoffice durch Corona. Bin jetzt aber wieder im Büro. Alles gut, alles freigetestet. So, wir starten wieder 8:28 Uhr und wir sehen aktuell eine Big Number für unseren morgendlichen DAX Trade. Und Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum aus Hamburg. 13.500. Einmal kurzer Hinweis. Wir treten hier mit der 15er Box. So, und das bedeutet für uns, wir sind hier dicht bei einer Big Number und den Daily Pivot. Das heißt, hier ist Aufschaukelungsgefahr, deswegen hier auch geringes Risiko. Aber das ist die erste Falle, die erste Box. 13.507 gehen wir long. 13.492 gehen wir short. Und wie sieht der Fahrplan aus? Wir versuchen den Trade, wenn er im zweite, also in die Verlängerung geht, in Richtung 50. Das ist so die Zone hier erstmal zu laufen. Genauso gut oben hin sehen wir hier das Gap von gestern Abend. Das ist dann auch hier die Zielmarke. Dahin sollte der Kurs eventuell laufen, wenn wir ihn auf Strecke mehr oder weniger traden wollen. So, wir blicken einmal auf die Blue Boxen. Wir sehen kleine Blue Boxen gestern, keine gewesen, die wir unter 30, hier eine um 13 Uhr in der Mittagszeit, aber ansonsten war die Volatilität eigentlich relativ gut. Blicken wir mal bitte einmal auf die Trading Range gestern 268, also überdurchschnittlich. Wir sehen hier auch dieses Mini Gap. Das Gap ist hier immer noch geöffnet von gestern, also da sollten wir drauf ein Augenmerk mal haben. Was haben wir noch? Vola Boxen versuchen wir gleich mal reinzuholen und schauen mal, wo die reinkommen. So, Vola Box 13.583, also ein Stückchen weiter nach oben kommt sie rein, also kommt für uns erstmal nicht in Frage. Und jetzt fangen wir an, wie jeden Morgen einmal in die Märkte reinzuschauen und fangen an mit Bitcoin. Bitcoin ist ein gutes Thema, denn Bitcoin haben wir heute um 10:05 Uhr wieder Market Roundup, heute mit Robert. Und ja. Das wird sicherlich auch wieder mega interessant und dann werden wir Ihnen die Frage stellen, sind wir jetzt in dem Krypto-Winter angekommen? Das heißt Winter, dass wir in den nächsten ein, zwei Jahren uns eher seitwärts laufen oder ist es einfach hier, wir sehen es hier, ein weiterer Kursrückgang auf unsere Reise hier. Also Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Long. 15 Short und 5 auch Short, also da geht es weiter Richtung Süden. Nächster Markt in unserer Liste ist dann der Dow Jones. Hier Dow Jones, Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 auch, also auch hier Richtung eigentlich klar, S&P 500. Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 und 5 auch Short. Auch hier klar, Nasdaq, Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Short, 15 Short und 5 auch Short. Und Öl, Daily Long, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 auch Short. Gold, Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Short. Nächster Markt ist DAX 40, Daily Short,
4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Long, 15 Short, 5 auch, also auch hier alles Richtung Short. So, das der Wetterbericht grob. Es kann sich alles noch ändern und wir sehen, wir sind jetzt erstmal Richtung 50. Wir gucken einmal auf MTX. Da haben wir heute Morgen versucht, ein Signal, aber hat nicht gereicht. So. Ups. Indikatoren. Passt alles. Also da warten wir auch. Ansonsten, wenn es weiter runtergehen sollte, Richtung Gap Close von gestern, dann sehen wir hier unten, das liegt dann bei 13.300 etwas. Da müssen wir hin, wenn wir das Gap schließen wollen. Also ansonsten die nächste Big Number ist dann dort drunter. Und wir sind jetzt schon, wir sehen es unter 45. Das heißt, ich kann hier die Big Number wechseln und gehe auf 13.407 erstmal rein für die erste Runde. Ich wünsche allen einen guten Morgen und einen guten Start in die neue Handelswoche. Die Glocke läutet. Wir wechseln kurz mal die Big Number von oben. Gehen runter auf 13.4. Und wenn wir hier unten die Big Number haben, 13.379, gehen wir auf etwas höheres Risiko. Ich stelle das schon mal ein, 0,05. 0,05. Zack. Wenn wir so. Und die wird scharf geschalten. Nächster Trade in Anbahnung unten die Big Number 13.407 Long und 13.392 Short. Das Gap liegt bei 13.342 circa. Dort sehen wir die Box. Schauen wir mal, ob der Kurs dort reinläuft. So, wir sind mit etwas höherem Risiko im Markt auf der linken Seite. Ihr seht es dort, Blue Box bzw. die Vola Box ausgeführt. Wir liegen jetzt mit leichtem Take Profit. Das Gewinnziel liegt bei der Big Number. 0,02 sind wir jetzt da vorne. Und wir sind raus. Das war der erste Trade. Das war ein sogenannter Hedge-Auflösungstrade mit etwas höherem Risiko. Wunderbar geklappt. 0,09 wird jetzt wieder reduziert das Risiko und die Vola Box wird so oft getradet, bis sie nicht mehr erscheint oder Kurs wegläuft, aber mit erhöhtem Risiko, wie gesagt, nur einmal. Alle, die in der Ausbildung beim Coaching dabei waren, wissen das. Also gut funktioniert, erster Trade, so soll es sein. Und wir machen aber trotzdem hier mit dem Eröffnungstrade auf der rechten Seite Big Number weiter. Für unser Videotagebuch jetzt der dritte Trade, also und gestrichelte Linie liegt bei 20. Wir brauchen jetzt Kurse über 20. Ich blicke einmal auf MTX und hier sehen wir auch, die blaue Sonne hat sich hier niedergesetzt. Das würde bedeuten, auch für ein Konter wäre jetzt Potenzial, wenn ja der Kurs nach oben möchte. Aktuell sieht aber alles Richtung Süden aus. Dritter Trade in der Big Number und schauen wir mal, wo die Reise hingeht. So, ich mache mal kurz einen Wechsel. Wir sind jetzt mit unserem Trade, vierter Trade, auf angepasst bei 64. Leicht im Gewinn. Also wer aussteigen möchte, kann das natürlich jetzt hier tätigen. Und wir steigen jetzt gleich aus und sind raus. Und das war der Eröffnungstrade. Ist in den Gewinn gelaufen. Und wir sind jetzt auf der linken Seite mit der Vola Box im ersten Trade Short. Und verabschiede mich für den Videotagebuch. Und wir hören uns morgen dann wieder. Also gute Trades. Nach dem Traden ist vor dem Traden. Wie ihr wisst, bin ich sehr kaffeedurstig, aber ich habe einen Auftrag. Der Regisseur sagt, ich darf nicht Kaffee holen, bevor ich nicht euch motiviert habe, unseren Kanal zu abonnieren und natürlich uns zu liken.